Schaui, lauf. Ja, ich sehe schon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Zusammen wieder mit Detox und Sef. Diesmal sind wir nur zu dritt und wir werden wieder von Sef gejagt, dem alten Schnetzelmeister. Und diesmal hat er ein ganz besonderes Spielzeug für uns rausgeholt. Oh ja, ja. Ich bin der Übertyp. Ich habe ja so eine fette Glocke, die ich durch die Gegend schleife und damit kann ich mich irgendwie unsichtbar machen. So, come on. Ich will jetzt das Baby ausprobieren. Logisch. Los geht's. 4, 3, 2, 2. Und da kommen wir wieder auf diesen schönen Bildschirm. Ich habe ihn vermisst. Soll ich mal den Portal-Soundtrack machen? Scheißwurscht. Ich könnte mir bei dir echt vorstellen, dass du deinen Rechner auf dem Klo stehen hast. Habe ich auch, Mann. Ich bin entkommen. Hallo. Ich auch. Das ist der beste Bug ever. Das ist der beste Bug ever. Was, du bist entkommen? Was? Ja, du gehst ins Spiel und hast gewonnen. Schmachvolle Niederlage. Ey, hört auf damit. Das ist total gut. Boah, wie er da durch die Kante schlagst. Mit 0 Punkten gewonnen. Ey, super Spiel. Hier, wieder Applaus. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn... halt dein Maul, Sef. Genau. Okay, wir müssen nur warten, bis der dumme Detox mal auf den drolligen Button klickt. Lass gleich eine in die Schnauze. Ja, Leute, wie es der Zufall so will, haben wir jetzt noch einen weiteren Gast. Wir begrüßen Lebeat in der Runde. Ich glaube, das sollte so sein. Und dann können wir jetzt auch gleich losstarten. Yeah, Lebeat. Gib mir den Sneak. Lebeat wird gleich gebietet von dir. Auf jeden Fall. Da zeige ich meine richtige große Glocke. Es geht los. Bluthütte. Autohaven, Schrottplatz. Alter, und ich bin der mächtige Zauberer hier mit meinem übelsten Schädelstab, Junge. Komm, Detox, ich will dir meinen Schädelstab zeigen. Oh hey, Gott. Ich will den gar nicht sehen. Detox. Oh, Umhang. Sefline. Das ist wohl diese Glocke. Ist das oder dein was? Schädelstab in der Hose oder freust du dich so, mich zu sehen? Super, Lebeat ist draußen. Richtig nice. Ach so, na toll. Was? Lebeat ist nicht mehr drin? Ja, dann sind wir jetzt eben zu dritt. Hallöchen. Ja, ich höre schon was. Wer ist denn das? Siehst du auch was? Ja, das war kacke, ne? Alter. Nein! Was machst du denn? Was machst du? Oh. Tschüss! Ciao, ciao! Mach's gut! Ich bring mich erstmal in Sicherheit. Wie kommst du denn da jetzt wieder raus, hä? Alter! Ach so, ist das Detox, der da liegt? Oder Schauer, bist Hilfe. Du das? Alter, was hast das ist, du an? Nein, ich bin das nicht. Das ist ich bin längst über alle Berge. Das ich hab ist die Klappe. Sein, Moment, ich such die Luke. Leg Day vergessen was, im Training. Was mach ich? Deinen Leg Day hast du vergessen. Mein Leg Day, ja, ich starkste hier so durch die Kante. Oi. Halt deinen Mund. Ich höre dich bis hierhin schreien. Schau, wie wär's, wenn du mir hilfst? Sei still. Ich kann grad nicht. Wie, du kannst grad nicht? Ich kann grad nicht. Ich bin da was am Planen dran. Was bist du? Ach, scheiße. So, Freunde. Jetzt, du sollst mir helfen. Jetzt probiere ich hier mal meine Glocke aus. Mal sehen. Das ist so. Ich probiere jetzt meine mächtige Glocke. Komm, Shoei, ich zeig dir eine richtige so eine Glocke. Richtig mächtige Glocke. Wo bist denn du? Ach, du kannst deine Glocke sonst wo hinstecken. Shoei, ich sterbe gleich. Ja. Ja, geh mal dahin. Mach. Ich kann ja nicht sagen, wo ich bin oder so. Tja, tut ciao, mir leid. Detox. Oh, enthüllen dauert auch eine Weile. Bis ich materialisiere. I see. Alter. Halt deinen Mund. Was haucht denn der hier so rum? Der schnorchelt hier auch die ganze Zeit. Was macht denn der mit seinen Atemwegen? Das kommt, weil der die ganze Zeit an deiner Glocke reibt. Alter, Vic Medi-Night, Junge. Alter, halt die Fresse! Welcher Schrank? Welcher Schrank? Es gibt keinen Schrank. Warum läufst du jetzt bei den Reifen rum? Alter, halt doch einfach dein Maul. Halt doch einfach dein verdammtes Maul. Pass auf, da ist rechts ein Rabe. Ich komme schon. Das ist so blöd jetzt. Lass mich doch wenigstens überlegen. Und Detox, ich habe versucht, dich zu retten. Wirklich. Ja, habe ich gesehen. Ich habe das alles aufgenommen. Warst fast da. Ich war gerade beschäftigt. Sag die Mehlwurst mit 2 Zöpfen und einem fetten Arsch. Die Mehlwurst. Mein Arsch ist nicht fett. Das ist Heidi, ist Alter. Lass Heidi in Ruhe. Ja, das leckt hier übel rum. Oder vielleicht ist das auch dein Arsch. Mein Arsch ist so fett, dass es das Spiel zum Lecken bringt. Eigentlich müsstest du nur einmal furzen und dann wird der Generator angehen. Shaui, lauf. Ja, ich sehe schon. Ich fand's ich lustig. Ich hab ihn gesehen, er ist nicht ganz unsichtbar, muss man echt dazu sagen. Oh, sehr, sehr oh.
Ey, das war aber gut. Alter! Also, das war gut, ne? Der zerstampft das mit seinem Fuß. Der ist richtig hardcore, der Junge. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Also du wärst ein richtig guter Killer. Stehst erstmal neben deinem Opfer und klingelt und lässt deine Glocken. Ja, ich wollte sehen, was passiert, muss ich sagen. Er wollte sehen, was passiert. Ich wollte, dass du mal meine Glocke bimmelst, ja. Aber du bist ja wieder, du zierst dich ja wieder so. Ey, die Raben verraten mich auch, wenn ich unsichtbar bin. Ja, die Raben kennen sich halt aus, ne? Diese Fieslinge, also. Ich glaube, die haben auf jeden Fall dein Gestank gerochen. Diese Spitzbuben. Schaui. Ja, was denn? Wo streifst du nur rum? Gar nicht. Alles der okay. Der hat grad Dünnschiss. Kleiner süßer Wonneproppen. Alles der fingert, gut. Der fingert da so richtig in dem Hole rum. Hallo. Schau mal, der alte Fister. Nee, Essen. Schau mal nicht, ich fiste. Oh ja, da ist richtig viel dran, ne? Ist richtig viel dran. Scheiße. Warum nein, das ist nix. Warum nimmst du nicht die Falltür? Hallo. Was ist mit dir los? Wo ist die Falltür? Wo ist die denn? Die ist irgendwo. Das ist aber nett von dir. Oh, war das toll. Dein Nacken? Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wie er ihn raped. Ich kann dich nicht schlagen, wenn du am Boden bist. Das ist fies. Schade. Nein. Das ist komisch, man kann sich heilen, wenn man auf dem Boden liegt. Man kann aber nicht heilen, wenn man hier wiggelt. Ich kann nichts machen. Wiggelst du? Ich kann nicht wiggeln, wenn du nicht gehst. Ich kann nicht. Ich kann gerade nicht gehen. Es hängt. Du siehst wirklich nett aus, wie du da so stehst. Ich kann nicht mehr gehen. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, das war's. Trotzdem vielen Dank, dass wir diese Aufnahme nicht verwenden können. Nee, lass mal nochmal neu starten. Ja. So, Leute, da sind wir wieder. Ja. Bist du immer noch der Glockenmeister, Seth? Ich bin immer noch der Glockenmeister. Nachdem dieses Spiel so unglaublich performant funktioniert, werden wir uns zum 3000. Mal gegen Seth seine Glocken sträuben. Sträubt euch mal. Ich höre sie schon. Bimmel, bimmel. Hast du sie auch gehört? Ja. Hört ihr diesen Hauch eigentlich auch, dieses... So ganz euphorisch ist der immer. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre mein Arsch. Nee, der haucht leicht. Ja, der haucht nicht, glaube ich. Also nicht leicht auf jeden Fall. Schau. Ach, wow. Alter, ey. Was macht denn ihr da für einen Krach? Ach, schau mal dann schon Freunde. Wieder. Macht schon wieder Böller-Scheiße. Mach's gar nicht. Doch, doch. Hallo. Hi. Jungens. Seth. Wo seid ihr? Wir haben uns getarnt, genau wie du. Getarnt. Wir haben uns getarnt. Getarnt. Geh mal Fuck. Weg. Wie der sich aber auch immer ärgert, wenn da nichts ist in dem Schrank. Schau, geh da mal weg. Ja. Soll er weggehen? Ja, geh da weg. Wo denn? Wo soll ich denn hingehen? Beweg dich am besten. Schau, ich geh hier nicht rum. Was machst du denn? Was denn? Hör auf. Ich komme. Oh Gott, ich will nicht, dass er kommt. Habba, das könnte du wirst es nicht verhindern können. Heute begrüßen wir wieder den Orientierungschef. Ich hab abgeschlachtet, Mama. Oh Gott. Oh, oh fuck. Gott. Hallo. Nein. Oh, am Hosenboden hochgezogen, Junge. Oh Mann. Am Hosenboden hochgezogen, gezogen. Am Hosenboden gezogen. So. Detox. Schau. Ja, komm, lauf noch in uns rein. Komm, hilf mir doch mal. Du kriegst auch gleich eine. Ach so, ich muss wiggeln. Wiggle, 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 wiggle. Ja, wiggle, 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 wiggle. Ja, wiggle mal. Nein. Jetzt häng die auf. Alter, also, der macht aber auch schlapp mit seinen starksten Beinen. Halt deinen Mund. Dankeschön. So. Hallo. Ich versuche schon. Okay, campen ist asozial, oder? Ich kämpfe. Hilf mir doch mal einer. Ja, Detox, hilf ihr mal. Ja, schon erledigt. Nichts mehr weg hier. Heidi! Oh nein, das kann nicht sein. Das ist aber schade. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, ich hab. Ja, der geht immer nur auf das schwache Geschlecht. Alter, ich dachte, das hier wäre gerade irgendwie so ein Ding. Ich dachte, ich sehe mich gerade von vorne. Lass ihn jetzt. Ich block dich. Alter. Block ihn. Halt ihn auf. So, ich wiggle und du hältst auf. Du hast mich genug provoziert.
Nein. Jetzt kommst du in die Fritteuse. Oh Scheiße, das war's. Ciao. Das war's für mich. Hallo Detox, ja, das ist übelst intelligent, hier noch rumzulaufen. Oh, du kleiner Mistpeter, Alter. Moment. Du kommst mir jetzt nicht mehr. Dann kann ich jetzt wieder den schaurigen Moderator machen. Du wirst mich nie kriegen. Du entkommst mir jetzt nicht mehr, mein Freund. Mist, jetzt ist er mir doch entkommen, oder? Hast du klasse gemacht, Seth. Richtig gut. Er bügelt schon wieder. Mach dich aus dem Staub. Du musst immer noch die Generatoren reparieren. Ja, denk dran, genau. Sonst kommst du da nicht raus. Es sei denn, du findest die Falltür. Ich halte die Augen auf, vielleicht sehe ich sie ja. Wie sieht man mich denn? Also, wenn ich unsichtbar bin. Ach so, ja, so halt. Ungefähr so wie ein Wallrider. Ungefähr. Also, so halb durchsichtig halt. Okay, ich dachte so, weil ich habe hier so ein Wabbel. So eine Wabbel-Vignette drumherum hier. Eine Wabbel-Vignette? Ja, wie soll ich denn das nennen? Aber man sieht dich ein bisschen. Also, es leckt auch bei mir hier übrigens. Ja, das ist beim Zuschauen so. Ich glaube, ich höre es beim Zuschauen. Nein, das täuscht. Das täuscht, oder? Ja, das täuscht. Kann ich mich in Sicherheit wiegen? Mhm. Ich bin gar nicht mehr da. Wie man immer so random hier diese Punkte kriegt oder was. Man weiß überhaupt nicht, finde ich, was man so. Hallo? Oh, hau ab! Oh, das tut mir aber leid. War das dein hübsches Gesicht? Ist leider nicht mehr da. So, links, nochmal links. Nein. Wieso schon? Das andere links. Das andere links. Das andere links. Jetzt rück. Nein, okay, bleib da. Du musst ihm gleich was in den Weg schmeißen. Guck, wo du was siehst. Ja, schmeiß mir was in den Weg. Da, nein. Jetzt. Ja, weg. Toll. Weg. Nice. Hallo, hat der richtig gut geklappt, ja. Oh, da wäre noch eins gewesen. Aua. Ja, ich glaube, das war's auch für dich. Ich kann dir wirklich nicht schlagen. Ich würde da gerne nochmal draufhauen, damit er nicht mehr so zappelt. Der schaut echt böse, ne? Warum kann man sich nicht verteidigen? Das ist nicht gut. Naja, das nee, kann man nicht. Das ist halt das Game. Es ist halt ein Horrorspiegel. Ist halt ein... Wenn du los, den wiggle, einmal hast wiggle, als Killer, wiggle, dann ist eigentlich wiggle, relativ ich vorbei. Wiggle dir ein. Nein. So, dich kann keiner mehr retten, oder? Tja, dann. Nee. Ja, Leute, und dann würde ich sagen, das war's dann erstmal mit Dead by Daylight. Mit dem liebevollen Seth. Ich werde jetzt erstmal pennen gehen und dann werde ich mir erstmal in die Hose kacken. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Ciao.